Hältst du das? Das gibt doch nur wieder Ärger. Hör bloß auf mit der Scheiße. Das will ich nicht. Kann dir doch egal sein. Das liegt alles in Melias Hand. Nicht schlagen, Herr! Was machst du hier? Ich dachte, ich mache mal eine Pause hier in dieser Hütte. Sie wird sowieso von keinem mehr benutzt. Aber ich denke, ich gehe jetzt besser wieder in die Arbeit. Lass mich in Ruhe! So einfach wäre. Am besten du kümmerst dich selbst. Bist du auch gekommen, mich zu verhöhnen? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh mal an, du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Was hast du dabei gehabt? Wertvolles, Seltenes, Kostbares, Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer. Wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem, persönlichem Wert gewesen. Wo war der Überfall genau? Wenn du aus dem Westtor von Monterra Richtung Trelis reist, wirst du dort meinen alten Kram liegen sehen. Gesetzt dem Fall, dass die Rebellen nicht schon alles geplündert haben. Erzähl mir mehr über deine Artefakte. Ich weiß, was die Orks suchen. Warum sie das ganze Land durchgraben, in der Hoffnung, es zu finden. Die göttlichen Artefakte des alten Volkes. Und ich schwöre dir, ich hielt eins von ihnen in meinen Händen. Doch nun ist es fort. Wie kamst du an ein göttliches Artefakt? Lass es mich mal so formulieren, mein... Während andere im Schweiß ihres Angesichts im Wüstensand verenden, habe ich meinen Kopf benutzt. Oder schlicht, ich war einfach schneller als alle anderen. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du meinst, außer dass die Orks sie wie die Besessenen suchen? Sie sind von unermesslichem Wert auf dem offenen Markt. Das allein ist doch schon genug. Wer hat das göttliche Artefakt jetzt? Hörst du mir eigentlich nicht zu? Die Rebellen haben mich überfallen. Wenn es jemand weiß, dann diese verfluchten Königstreuen. Kann dir doch egal sein. Da sind noch mehr von den Biestern! Oh! Hier hast du deine alte Goldschatulle. Sie lag immer noch auf der Straße im Westen, bei deinem anderen Kram. Du Hundesohn, das ist ja großartig. Dafür werde ich dich reich belohnen, mein blasser Freund. Ist das dein Ernst? Zeig mir deine Ware. Glaubst du wirklich? Als wenn das so einfach wäre. Das hätte doch besser wissen müssen. Am besten, du erledigst das selbst. Glaubst du wirklich? Ich denke darüber.